Zeittag vom Morgen bis am Abend spät. Sollst da, sollst dort, sollst überall sein. Das kannst doch Gott in Schutz nicht immer sein. Drum musst deine Seele ein bisschen wandeln lassen. Dir etwas gönnen, noch ein Freude am Leben haben. Seele ein bisschen wandeln lassen, ja, nur ein bisschen Seele ein bisschen wandeln lassen. Drum musst deine Seele ein bisschen wandeln lassen. Dir etwas gönnen, noch ein Freude am Leben haben. Es gehört dazu, das ist kein Schand, das ist halt so im Schweizer Land. Wenn etwas willst, musst alles geben, man kann dir aber alles wieder nehmen. Drum musst deine Seele ein bisschen wandeln lassen, dir etwas gönnen und die Freude am Leben haben. Freunde, heute live in Sigmaringen zugeschaltet, hier im alten Peugeot vom Max Wieb Uwe aus Offenburg. Live haben wir hier drei mega hübsche Schlossnarrensitzer. Die wollen nicht mehr raus aus dem Loch und haben uns ein mega Ständli gebracht. Das war einfach grandios. Was war das eigentlich für ein wunderschönes Lied? Klär uns mal auf, Alter. Das ist unser Lied. Ein Schweizer Lied, oder? Ein Schweizer Lied. So ähnlich wie das Vogelisi. Also aus Adelboden. Noch schöner. Noch schöner, gell? Ja, da kann man also, nur, das war ja nur noch Strahlen in die Augen kriegen und das Herz geht dir auf. Dreistimmig gesungen, unglaublich. Nur dreistimmig? Ja. Hast du alles verstanden? Ja, sowieso. Ja. Schweizerdeutsch ist ja schwäbisch verwandt. Ja. Ja, freust du dich aufs Narrentreffen? Ja, ungemein. Wir haben gestern schon angefangen, bis heute Morgen Pfiffi. Vor allen Dingen solche Geselle wie uns zu treffen, gell? Sowieso. Und der Uwe, was sagst du, du fühlst dich gleich wohl, mit der Trainer? Mit der Trainer, ich bin sehr, sehr glücklich, da dabei zu sein. Sehr gut. Was sagst du? Du bist die stille Gemeinde hier in der Elite. Ich bin selig, Kaufaufstand. Ich bin Littest. Kaufaufstand, genau. Also ihr seht unglaublich charmant aus. Ja, da immer schlecht sein. Ich hätte nur mal was trinken. Ich will auch das trinken, weil du trinkst. Ja, da müssen wir einen Landstreicher Pimmel fragen. Der hat ja dieses eklige Geschäft zusammengebraut. Ja, das ist das Katzenfutter von der Messkirche Katze.
da haben wir sie, guck, das ist die Obermetzgerkatz. Harik! Wie geht's dir? Bestens, danke! Freischi! Harik, Harik! Jetzt muss gerade noch der Lecker gucken. So, er muss gerade hier noch am Gummi gucken. Jawohl. Am Gummi noch der Lecker, das ist wichtig. Auf die Gummi Lecker haben. Ja, ja. Also bitte. Guck schon, dass nicht die Luft rauslässt. Also. Lester Hahn. Ja, wir sind jetzt hier in Sigmaringen beim Lanzertreffen. Und wir sind in dem schönen Quartier von unserem Markt wie Uwe mit zwei wunderschönen Tettnanger Narren, die Moni und die Sandra. Manfred! Liebe Moni, wie fühlst du dich? Was geht ab? Also, wir sind jetzt mal hier in die schöne Waage. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Wir sind offen für alles, fast alles. Also, ja, das hört sich ja gut an. Ja, ja. Also wir sind jetzt mal Laufaufstand möchte man auf jeden Fall. Aber ich glaube, das passiert morgen. Das ist schon der Männervorbehalt, ein Laufaufstand, oder? Richtig, habe ich so hinter mir. Ja, warst du schon auf der Stange? Jawohl. Wie bist du denn auf der Stange? Unglaublich. Du willst es nie mehr erleben. Aber erzähl über den Brauch von Laufaufstand. Von dem Brauch? Ja, kennst du den Brauch? Ja klar, die schnappen dich und der Ruckzuck bist du auf der Stange drauf, ich sag dir. Das ist heute verheiratet. Hä? Heute hat das was mit Hochzeit zu tun. Ja du, das ist war bei mir egal, mir hat sie geschnappt und fertig. Dann wünschen wir uns alle eine glückselige Fastet. Jawohl. Zum Monat. Monat. In Tettnang sind Schreckschraube und sagen Schreck, Schreck! Schraub, Schraub! Schreck, Schreck! Schraub, Schraub! Schreck, Schreck! Schraub, Schraub! Ja, Pimmel, ja, was bringt
eine Waffe mit Fernrohr. Jetzt mal wäre doch erwischen, oder? Ah ja. Jawohl! Aber geil! Mega, mega! Einfach wunderbar! Und es sieht Fahrrad auch noch ein bisschen anders aus. Wir haben zwei gute Freunde. Maja, du besuchst sie gerade. Ja, ich habe sie gerade kennengelernt. Gülle und Pimmel, richtig? Also ich glaube, meine Kollegen kennt ihr ja schon. Weil ja, wir eine alte Bekannte, ne? Oh, ganz genau! Wir haben die Sonja ganz arg lieb, natürlich der Werner auch, aber die Sonja ganz besonders. Ja, es gab schon ja, besondere Begegnungen, ja, mehr verraten wir nicht. Na, das klingt ja interessant, frage ich Sonja nachher nochmal, was genau damit gemeint ist. Aber ich bin ja neu hier in diesem ganzen Team, vielleicht könnt ihr mir und den neuen Zuschauern nochmal erzählen, was hat das mit eurem Wagen auf sich? Ihr seid Landstreicher. Also, das ging irgendwann mal los, wir haben uns getroffen, irgendwo auf der Straße und haben gesagt, das passt zu uns zwei. Und dann hat das funktioniert und mit den Leuten und haben gesagt, oh, da können wir ja was draus machen. Und jetzt sind wir dieses Jahr 29 Jahre unterwegs und 36 Jahre. Ne? Und 30 Jahre müssen wir ja was machen. Da kommen wir extra nochmal vor die Kamera. Da ist das nicht was los. Ich weiß nicht, ne? Maja, ist toll, dass du jetzt hier eingestiegen bist. Ne? Du bist vielleicht die dritte in der ganzen Folge oder ist das falsch? Dankeschön. Also wenn ihr ein 29-jähriges Jubiläum habt, dann ist es auch genau das gleiche Jubiläum, wie Sonja und Werner hier haben bei der Partner. Und hier eure ganzen Orten, das sind dann aus den ganzen verschiedenen Jahren, oder wie, was ihr hier alles... Ja, es gibt jedes Jahr einen Landstreicher-Button für besondere Begegnungen an der Fasnacht. Genau. Ich habe auch schon einen bekommen, bin ein bisschen stolz drauf. Vielen Dank. Der Kameramann kriegt auch noch einen Button. Würde ich auch sagen, der hat sich auch verdient. Sehr sympathisch. Guck dir nochmal an. Ei. Gott sei Dank bin ich keine Frau. So spricht ein Saarländer. Nicht nur die hinten dran, also die hinten dran auch, gell, die man nicht sieht. Die sind auch sehr wichtig, ja. Ganz alt gelobt hat er euch gerade. Zwei Arbeit, du brauchst schon nur. Zwei Urgesteine, hey. Auf was acht. Also eine sehr schöne Begegnung. Jetzt kenne ich die auch mal. Nicht nur aus Erzählungen, sondern auch in echt. Und die machen jetzt das, was auch zur Fasnacht gehört, die freie Fasnacht. Man muss nicht immer nur in ganz bestimmten Häsern und Kostümen dabei sein, man kann sich auch selber was einfallen lassen. Jemand extra mit, weil der es fotografiert.
Oh, he is the bear. Best the Trouble ever. Yeah. Happy hour! Happy hour! Ja, wir was hier da, ey! Schöne, schöne Hexer! Alle, alle Hexer da wo! Wisst ihr wo? Weiß nicht mehr wo! Apropos! Sorry! Ja, es ist so weit, der Kajerwagen! Ich spring nochmal. Was? Dass man, wenn ich mit dir dreimal wieder zwei Wochen tut man da Arsch weh, das weißt du. Ehrlich? Das ist immer selbe mit dir. Ja, selber schön. Ja, gut.